Herzlich willkommen zu Building the Clinic und es ist der 10. Februar und ich befinde mich hier gerade in unserem späteren Entree-Wartebereich und unter meinen Füßen befindet sich der fertige Boden. Ein weiterer Meilenstein unseres Klinikbaus ist endlich drin und es gibt natürlich viele, viele, viele weitere tolle Dinge in diesem Update zu erleben. Habt ihr da Bock drauf? Alles klar, let's go! So, wie sich es bisher bewährt hat, starten wir im Außenbereich und wir zeigen euch die krassesten Neuerungen. Und das Erste, was natürlich hervorsticht, ist unser Vordach. Es gibt ja in dem alten Rendering dieses Vordach noch gar nicht. Das haben wir im Nachgang noch konzipiert, weil wir gedacht haben, okay, wir brauchen hier eine Art Landmarke, sodass die Leute wissen, okay, hier ist der Eingangsbereich. Aber auch, wenn wir Events machen, haben wir hier natürlich nochmal eine Unterstellmöglichkeit und wir schützen damit später unser Display so ein bisschen vor der Sonneneinstrahlung. Also von daher haben wir hier dieses Vordach konzipiert und ihr seht, das ist schon ganz schön groß. Also hat so eine Länge von 5 mal circa 3 Metern und damit haben wir einen tollen Welcome-Bereich. Jetzt seht ihr oben nur bis jetzt das Wellblech. Da kommt natürlich noch mehr, das bleibt nicht bei diesem Wellblech, das wird alles schön verkleidet. Das heißt, diese weiße Bebänderung wird sich auch dann so drumherum ziehen und wir haben dann Downlights drin, die dann bei Nacht das Ganze beleuchten, sodass man auch im Winter, wenn jetzt Patienten kommen um 18, 19, 20 Uhr, dass sie hier einen beleuchteten Vordachbereich vorfinden. So, was ihr auch seht, ist, dass hier weiter aufgerissen wurde, da unten, da können wir auch mal einmal hingehen, wird jetzt gerade die ganze Anschlusssituation weiter hergestellt. Das haben wir euch irgendwann auch schon mal gezeigt. Und das Gebäude bekommt innerhalb der nächsten 2 Wochen auch endlich Strom. Das heißt, in 2 Wochen wird auch die Wärmepumpe in Betrieb gehen, wenn alles gut läuft. Und damit hätten wir dann ein beheiztes Gebäude. Momentan müssen wir mit so kleinen Heizlüftern arbeiten. Die zeige ich euch gleich nochmal drin. Und jetzt gehen wir genau zur anderen Seite des Gebäudes, wo die Außenanlagen sind. Und da hat sich auch wieder einiges getan. Ja, wie geil ist das denn? Ich bin jetzt gerade mit dem Alex hier in den hinteren Bereich gegangen und die Eindrücke sind für mich gerade super frisch. Also ihr seid wirklich live dabei, wie wir die Fortschritte entdecken. Und ihr seht hier, dass die Außenanlagenbauer hier die ersten Ziegel unserer späteren Parkfläche gemacht haben. Und hier seht ihr auch schon, wie die Parkplätze dann sein werden. Also hier sind sozusagen Längsparkplätze angeordnet. Das müssten wahrscheinlich so um die 7 bis 8 Stück sein. Und jetzt hat man auch schon eine Idee, wie die Geländeregulierung sein wird. Also das ist auch wirklich dann jetzt hier die finale Höhe des Parkplatzes. Also ich würde sagen, hier so muss noch einiges aufgeschüttet werden. Und jetzt gehe ich einmal rüber und zwar zu unserer späteren Garage. Und da muss der Alex wahrscheinlich jetzt mal hier ein bisschen näher kommen. Hier seht ihr, dass die Fundamente gegossen haben, das haben wir euch letzte Woche in der Story gezeigt, aber im Bauupdate vom letzten Mal war es noch nicht mit drin. Aber hier seht ihr einmal die Säulen, die schon gegossen wurden und das kennen wir hier aus dem Rohbau von ganz am Anfang, naja nicht ganz am Anfang, nach dem Abriss, dass hier natürlich der Beton reingegossen wird. Also hier entstehen jetzt die Außenwände der Garage und jetzt seht ihr die späteren Ausmaße der Garage und dahinter des Carports. Das heißt, hier entstehen 4 Stellplätze, die für uns dann privat sind, plus Gäste. Und alle anderen Parkplätze sind für Patienten. Und die entstehen jetzt halt nach und nach. Vielleicht kann man noch mal hier so in die Längsrichtung filmen. Da kann man schon ganz gut sehen, wie die Parkrichtung sein wird. Und jetzt gehe ich hier hinten, das ist der letzte Teil für hier außen, noch mal hier rüber. Und hier kann man jetzt ganz gut, oh, hier muss ich wirklich, es ist super warm heute. Es ist super warm. Ja, ich dachte, es wäre deutlich weniger matschig. Ist es aber nicht. Heute ist 15 Grad. Es ist richtig warm. Deswegen habe ich auch hier meine luftige Lederjacke. Aber hier seht ihr schon die Bordsteine. Und was ganz cool ist, wir haben extra abgerundete Bordsteine genommen, damit man da nicht so krass drauf fährt. Guck mal hier. Das kennt man sonst gar nicht. Und die sehen total edel aus in diesem dunklen Anthrazit. Ich denke mal, hier kommt dann irgendwo die Geländehöhe hin und das heißt, dann hast du so eine Art runden Bordstein. Das heißt, da kannst du dir deinen M4-Schweller nicht so leicht kaputt fahren. Ist gut, ne? Krieg ich trotzdem hin. Kriegst du trotzdem hin, ne? Also da bin ich auch sehr guter Dinge, dass der Alex trotzdem sich seinen Schweller kaputt fahren kann. Naja, auf jeden Fall hier diese Dreidimensionalität, das haben wir, glaube ich, schon mal gezeigt, ne? Dass das hier so ein Pflanzbeet wird. Und ich würde sagen, das war so der große und ganze Update hier vom Außenbereich.
Aber innen hat sich noch mehr getan. Naja gut, noch mehr als hier geht ja nicht. Die Außenanlagenbauer machen viel Fläche, aber innen sind die ganzen Details. Und da gucken wir uns jetzt den OP-Bereich und das Erdgeschoss an. Wir sind im Erdgeschoss und hier kommt ja unser späterer OP-Bereich und hier hat sich richtig viel getan. Denn guckt mal nach oben, die Decken sind drin. Und ihr seht jetzt hier die ganzen Ausschnitte und die sogenannten Revisionsklappen. Und das macht den Raum natürlich erstens viel, viel, viel heller. Ihr merkt sofort, es ist eine ganz andere Akustik auch im Raum, weil natürlich die Rohdecke jetzt nicht mehr da ist. Der Schall wird weicher und es ist sofort, das Licht ist viel besser. Obwohl wir jetzt gerade keine Sonne haben, obwohl es gerade Winter ist und wir natürlich noch keine externe Beleuchtung haben. Alex filmt gerade hier ohne LED-Licht, ohne alles, trotzdem deutlich, deutlich heller. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Übrigens sehr, sehr spannend, wir haben auch hier unsere asymmetrische, runde Deckenbeleuchtung, die wir so ein bisschen wie so eine Art Sternenhimmel. Das sehen wir gleich auch nochmal in dem fertigen Eventbereich. Das wird richtig spannend. Und wir gehen jetzt einfach mal in einen der OPs, beziehungsweise hier ist später der Aufwachraum. Und hier geht es jetzt in den OP rein. Und hier seht ihr jetzt einmal die OP-Leuchte, die später kommt. Das haben wir euch schon mal gezeigt. Und was hier spannend ist, das ist unser OP, der Raumklasse 1b später bekommt. Das heißt, wir haben hier zusätzlich zu den LED-Panels, die übrigens auch eine ganz spezielle Zertifizierung brauchen. Also diese 60x60 LED-Panels könnt ihr nicht aus dem IKEA nehmen, sondern die brauchen eine ganz, ganz spezielle Zertifizierung und auch eine viel höhere Einbauhöhe. Deswegen hatten wir hier sehr, sehr wenig Platz und die Decke ist nicht ganz so hoch, wie sie sein würde, wenn wir jetzt einfach ganz flache LED-Panels nutzen könnten. Was aber speziell ist, ist einmal das hier. Und das ist die Vorsehung für die spätere Belüftungsanlage. Das heißt, hier kann angesaugt werden und dementsprechend entsteht in diesem Raum ein minimaler Unterdruck. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel Partikel, Staub, Dreck, Schmutz, nicht so leicht ins OP-Gebiet rieseln kann. Also das heißt, und natürlich brauchen wir einen sehr hohen Durchsatz. Raumklasse 1 und dann, glaube ich, sogar noch mal das Doppelte davon. Das ist das, was in OP-Räumen unbedingt erforderlich ist, damit das als OP Raumklasse 1 wegen der Keimarmut gilt. Und das haben wir hier alles in dem Raum vorgesehen. Und der andere Raum ist ein Raumklasse 2 OP. Das heißt, hier haben wir nicht den ganz, ganz großen Aufwand in der Belüftung, aber ansonsten alles ähnlich. Also hier seht ihr aber, was ganz spannend ist, auch da den Einbau für die Deckenpanels und da aber auch gleichzeitig auch die Belüftung. Also da kommen richtig dicke Rohre hier rein. Und die sorgen für den ganzen für die ganze Umluft. Mandy hat mal diesen Witz gemacht, beziehungsweise ich habe den Witz gemacht, ihr kriegt hier alle frische Bergluft, weil so krass umgewälzt wird, dass man nie einen Sauerstoffmangel hat. Das heißt, dieses Muffige, was man so kennt aus schlecht belüfteten Gebäuden, die aber sehr gut isoliert sind, weil wir haben ja ein sehr gut isoliertes Gebäude über die Dreifachverglasung, das wird es bei uns nicht geben. Und dementsprechend haben wir hier immer eine top Luftqualität für Patienten und auch für Mitarbeitende. Jetzt sind wir in unserem bisher schönsten Bereich und das ist das Erdgeschoss, wo später der Empfang hinkommt und natürlich unser Eventbereich. Und was sofort ins Auge fällt, es ist alles fertig gestrichen. Das heißt, es ist alles super clean, alles schön sauber, Farbe 9016 Rahl, nennt sich Signalweiß, also nicht dieses 9010, dieses ganz leicht Eierschalengelbe, was man häufig in Wohnräumen macht, damit es ein bisschen wohnlicher wird. Wir wollten es aber richtig schön clean. Die Wärme kommt dann später über die Möbel und über den Boden, den wir euch gleich Sneak Peek-mäßig revealen werden. Denn was ihr hier seht ist, tja, hier ist natürlich abgedeckt worden, damit die ganzen dreckigen Körnchen da nicht draufgehen auf den Boden. Trotzdem werde ich euch das gleich einmal ein bisschen zeigen. So ein, zwei Quadratmeter davon ist mega, mega gut geworden. Dann, was ihr hier noch seht, das sind jetzt die gepainteten oder die gestrichenen Zargen in unserem Anthrazit. Das war beim letzten Mal ja noch so ein Grundierungsrot. Also hier sind die Zargen schon fertig. Das wird sich dann später wunderbar einfügen mit unserem gesamten Corporate Design. Und hier kommt später unser schönes Denta One Logo hin. Da oben die Wallwasher, ist alles vorbereitet, dass das Logo richtig schön gehighlightet wird. Das heißt, wenn hier die Mädels sitzen am Empfang, haben sie das Denta One Logo im Rücken und ja, da freue ich mich drauf, wenn das montiert wird. Vielleicht schon mal so zur Info, am 12. März geht hier im Erdgeschoss die Möbelmontage mit der Firma Meier los und die Firma Gerl kommt dann eben auch ein paar Tage, ein, zwei Wochen später und fängt dann an im OP und im ersten Obergeschoss unsere Einheiten zu montieren. Also es geht jetzt wirklich ruckzuck. So, und jetzt gehen wir noch mal einmal in diesem Eventbereich ein Stückchen weiter. Was ihr auch seht, ist, dass die Lochdecke hier komplett jetzt
aussieht, als wäre es aus einem Stück. Beim letzten Mal waren das ja noch so einzelne kleine Elemente. Und auch in der Story haben wir euch das gezeigt. Das ist jetzt vom Maler komplett glatt. Das Einzige, was natürlich noch fehlt, sind unsere Beleuchtungselemente. Aber auch die gesamten Revi-Klappen, also diese Revisionsklappen, sind alle schon komplett fertig. Und hier sieht natürlich die Klimaanlage noch nicht so aus wie später. Das blaue Band, das ist jetzt, sag ich mal, das ist so ein bisschen wie wenn ein Bildschirm ausgeliefert wird und da ist noch diese Folie drauf. Da weiß man, das ist neu. Da ist so eine von diesen Revi-Klappen, also wo man dann eben hochheben kann und dann ist man in der Decke drin und kann dort, wenn irgendwas ist, zum Beispiel LED-Leuchte ist kaputt, kann man das austauschen. Und hier seht ihr schon später unsere tolle Kaffeebar. Die kann man sich jetzt schon richtig schön vorstellen. Hier auf dem Boden liegen schon die Schienen für die späteren Gardinen. Wo kommen Gardinen hin? Na klar, hier außen. Das heißt, wenn wir hier Events machen, möchten wir natürlich nicht, dass Leute hier, die hier vorbeilaufen, reingucken können. Deswegen haben wir hier die Gardinenschiene vorgesehen. Die wird dann auch demnächst irgendwann montiert. Das heißt, wir sind hier wirklich im Eventbereich schon richtig weit. Aber jetzt habe ich euch ja versprochen, gibt es einen Sneak Peek auf den Boden. Und dafür gehen wir mal hier in den Bereich, wo es ein bisschen heller ist, wo schönes Tageslicht reinkommt. Und ich hebe euch jetzt mal hier das Ganze so ein bisschen an. Ganz vorsichtig, drauflaufen darf man ja noch nicht. Aber schaut euch das mal an. Wie geil sieht dieser Boden aus. Ein richtig schönes, sattes Braun. Super edel, dazu kommen dann natürlich die passenden Materialien. Ich blende euch das mal hier über unseren Materialmix. Da seht ihr ja auch eine Planke von dem Boden und auch die ganzen anderen weiteren Materialien, die dann dazu sich anschmiegen werden. Aber das sieht in live mega, mega schön aus, mega wohnlich. Das ist unser ganz großes Wohnzimmer hier, wo wir tolle Events feiern werden, wo Patienten hoffentlich ihre Angst vor dem Zahnarzt verlieren werden und sich bei einem schönen Espresso oder einem Tee die Zeit vertreiben, bis sie dann oben in die Prophylaxe oder vielleicht auch in die Behandlung gehen werden. So, dann gucken wir final zum Ende hin noch einmal hier auf unseren späteren Catering-Bereich. Das heißt, wenn wir Events machen, ist ja hier später diese große Schiebetür. Und ich hatte euch ja letztens gesagt, es muss dafür eine Unterkonstruktion gebaut werden. Und diese Unterkonstruktion, die seht ihr hier, die ist wirklich super, super stabil. Ihr seht, dass die da in der Decke verankert ist mit dicken Bolzen. Und hier seht ihr, dass diese Unterkonstruktion richtig in die Rohdecke reingelassen ist. Und hier kommt dann später eben diese Schiebetür, die diesen Bereich dann verschließt oder eben öffnet. Und ihr seht, der Boden ist auch bis in den späteren Stuhlbereich, Technikbereich. Hier ist unser späteres Lager, wo wir alles austauschen können. Je nachdem, ob wir eine Wartesituation haben oder ob wir eine Eventsituation haben, können wir das immer schön switchen. Und wenn natürlich eine Party ist, dann kann man hier rauscatern und Getränke und vielleicht kleine Snacks servieren. Und dann, letzter Bereich für heute im EEG. Ihr seht, die Rasterdecken sind noch nicht drin. Das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie nicht möglich ist, sondern die haben gesagt, das dauert genau einen Tag, komplett das ganze Geschoss mit Rasterdecken zu versehen. Und deswegen haben die gesagt, lieber draußen lassen, weil falls noch was ist, kommt man noch dran und die können nicht dreckig werden. Wenn später hier Möbelbau ist, ist sparend, dann kriegen die irgendwann so einen kleinen Film. Und dann haben die gesagt, die legen wir wirklich ganz am Ende rein. Also erst im April wird hier die Decke reingelegt, Boden liegt. Hier seht ihr, haben wir einen Bodentank. Hier kommt nämlich später unsere Kücheninsel hin. Und hier sind die ganzen Anschlüsse für die Kücheninsel, für unseren Kochbereich, für die Mädels und die Jungs. Und ich würde sagen, das war es erstmal vom Erdgeschoss. Und wir gucken uns jetzt nochmal das erste Obergeschoss an. Herzlich willkommen im ersten Obergeschoss. Und wir starten in Bauteil B. Was hat sich getan? Also ganz offensichtlich, die Wände sind gespachtelt, noch nicht gestrichen. Und hier die Zargen drin für Festverglasungselement und Tür zum späteren Behandlungszimmer. Und ich glaube, das war das, was im letzten Update schon war. Das waren die Glaselemente, ne? Das heißt, die sind nicht neu. Allerdings das Drumherum, ne? Das Weiß, dass das alles jetzt schön ist, das ist neu. Und dann natürlich jetzt immer mehr dieser Bereich, später unsere zweite Anmeldung im ersten Obergeschoss, wo hier unsere runde Theke hinkommt. Hier werdet ihr in zwei Wochen auch schon noch mal richtig viel mehr sehen, weil im Begleiteteil A haben die diese Rundung jetzt schon mal nachempfunden. Kommt aber gleich. Jetzt sieht man erstmal, dass unsere schöne Rundung von unserem zentralen Schiff jetzt auf Q3 gespachtelt ist. Und ihr seht jetzt wirklich, jetzt sieht man keine Ecken mehr. Jetzt ist es wirklich eine komplette Rundung. Und jetzt kriegt man einen sehr guten, ja, ein sehr gutes Gefühl dafür, wie der Flur später mal aussehen wird. Klar, hier die Decken sind noch nicht drin. Auch die sind drüben drin, da gehen wir gleich hin. Aber grundsätzlich sieht das jetzt schon hier wieder auch viel freundlicher aus, viel heller. Es sind echte Wände und echte Räume, die jetzt schon entstanden sind. Dann gehen wir noch einmal rum, weil das ist auch noch sehr, sehr spannend. Und zwar
Hier, stopp, haben wir einen späteren Röntgenraum. Und das ist der Grund, warum hier noch keine Trockenbauwände sind. Denn hier kommen ganz spezielle Verkleidungen rein. Die müssen ja mit Blei belegt sein, damit die Röntgenstrahlung nicht aus dem Zimmer rauskommt. Und hier sind diese Elemente, die mit Blei versetzt sind. Die sind auch viel, viel schwerer. Kriege ich gar nicht hoch. Die sind wirklich richtig schwer. Hier ist viel Blei drin, um eben dann ja, den Raum zu isolieren von Strahlung. Und ich glaube, das Letzte, was wir noch zeigen können, ist einmal dann hier auf der Seite unseren großen Patchschrank. Der ist jetzt da unten fixiert. Und hier wird später so ein Möbel drumherum gebaut. Hier ist alles aufgepatcht. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch letztes Mal schon. Aber hier kommt dann später unser Putzmittelschrank hin. Quasi so, für jede Etage haben wir einen eigenen Putzmittelschrank. Denn ein Putzmittelschrank für 3600 Quadratmeter, das wird richtig, richtig sportlich. Und hier, andere Seite, also sprich die Gegenseite zum Parkplatz hin, auch hier Elemente alle drin. Glas noch nicht, Tür auch noch nicht. Türen und Glas kommt im April. Kommt mit als letztes, wird quasi eingebaut, wenn dann auch später hier die Einheiten reinkommen in die Zimmer. So, jetzt gehen wir ins Gebäudeteil A und die sind sogar noch ein bisschen weiter. Also kommt mit. Das ist jetzt hier unser späterer Prophylaxe-Wartebereich. Und was hier auffällt, ist, dass die Deckenkonstruktion hier vorbereitet wird. Denn wir haben hier so eine umlaufende LED-Beleuchtung in diesem Bereich. Und hier kommt dann quasi auch auf dem Boden ein Teppich hin. Weil man möchte ja schön gemütlich warten. Also das, was wir unten mit aufgelegten Teppichen machen, im Erdgeschoss machen wir hier mit so einem eingelegten Teppich. Und wenn man dieser Schiene folgt, dann geht das Ganze über hier in eine spätere Lichtvoute. Hier ist leider eine feste Säule, das ist ein Manko, wo wir halt einfach Bauen im Bestand haben. Aber hier hinter fängt dann diese indirekte Beleuchtung an. Das zeigen wir euch gleich auf der anderen Seite nochmal, weil da ist es besser. Weil hier haben wir immer wieder die Säulen, die das unterbrechen. Kann man aber auch als Stilelement sehen. Das heißt, wir haben immer so einzelne Leuchtelemente. Und wir können mal in die andere Richtung gehen, auf die andere Seite. Da haben wir es dann mehr durchgehend. Also hier sieht man es wirklich dann in der Kurvatur, dass hier dann die LED-Leuchte reingelegt wird. Und dann haben wir diese Lichtvoute, die haben wir euch ja als MVP vor einigen Wochen gezeigt, also so als so eine Art Testlauf. Und jetzt haben wir das festgelegt, dass hier der Abstand X sein soll und die Höhe Y. Und dann sieht das Ganze hoffentlich sehr, sehr gut aus. So richtig zum ersten Mal sehen werden wir es wahrscheinlich auch erst in 4 bis 6 Wochen. Und was ihr aber auch seht, ist, die komplette Decke hier ist drin. Ne? Das heißt, hier haben wir die Deckenunterkonstruktion, also da. Die kommt jetzt demnächst, die Decke. Also ich denke mal in den nächsten 1 bis 2 Wochen, wenn hier wirklich alles vorbereitet ist. Und hier ist die Decke bereits drin. Und dann kann man auch ganz gut sehen, dass wir jetzt hier sind, wo wir vor 2 Wochen im Erdgeschoss waren. Nämlich hier werden gerade diese Register eingebaut, die die Heiz- und Kühldecken dann befeuern werden. Das heißt, über diese ganze Geschichte läuft die gesamte Heizung und die gesamte Kühlung des Gebäudes. Beispielhaft nehmen wir jetzt einfach mal einen Raum raus, um zu gucken, wie weit sind wir denn jetzt hier im ersten Obergeschoss. Also, zum einen sehen wir hier die Abkastung, also Deckenunterkonstruktion mit den ganzen Lüftungsteilen, die ja ein bisschen tiefer sein muss. Dementsprechend haben wir ein bisschen weniger Deckenhöhe und dann springt das Ganze nach oben, wo die Kühldecke ist. Das heißt, da haben wir eine Höhe von, glaube ich, 2,65 Meter Deckenhöhe, lichte Raumhöhe sagt man dazu ja auch. Und ihr seht, alle Wände sind schon schön weiß, sie sind aber noch nicht gestrichen. Das kann man hier ganz gut sehen. Also hier ist noch einfach nur das Malervlies drauf. Vielleicht kann man das mal hier zeigen. Hier sieht man, dass die Bahnen geklebt sind. Komm mal ganz nah dran. Und jetzt können wir vielleicht noch mal einen kleinen Trip in das VIP-Warten machen. Und hier ist auch schon es so weit, dass die Wände komplett weiß beklebt sind, also mit dem Malervlies, oben die Deckenregister drin und der nächste Step ist dann eben das Schließen der Decken und dann, wenn die Decken geschlossen sind, kommt der Maler und malt alles schön sauber. Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo dann die Böden reinkommen. Das heißt, sukzessive ziehen wir die Stockwerke jetzt so durch. Das war unser Zwischenbau-Update, bevor es für uns jetzt eine Woche nach Dubai geht, für mich und Kati. Ja, es hat sich super, super viel getan. Ihr merkt, wir müssen die Abstände ein bisschen verringern. Ansonsten gibt es zu viel zu zeigen. Wir hatten gedacht, das wird ein ganz, ganz kurzes Bau-Update. Jetzt ist es doch wieder deutlich länger geworden. Ich denke, wir werden spätestens in 2 Wochen hier wieder von der Baustelle uns melden. Schreibt super gerne in die Kommentare, was hat euch am besten gefallen? Wie findet ihr den Boden? Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Building the Clinic. Bis bald.